Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in der letzten Folge gab es ja das Derby gegen Borussia Dortmund. Unentschieden haben wir dort gespielt. Und das Champions-League-Duell gegen Lokomotiv Moskau. Da haben wir gewonnen. Heute zwei wichtige Spiele. Zum einen spielen wir in Augsburg. Da geht es natürlich vor allen Dingen um den Kampf um die Champions-League-Plätze. Da haben wir jetzt ein bisschen den Anschluss verloren an Gladbach und Wolfsburg. Und da wollen wir natürlich heute gewinnen. Und dann noch das Duell gegen Hoffenheim im DFB-Pokal. Sehr, sehr spannend. Achtelfinale gegen die Kraichgauer. Da sollen Sieg her, aber das wird sicherlich schwierig. Heute werden wir sicherlich wieder ordentlich rotieren. Wir haben ja in der Champions League nahezu das komplette, oder wir haben das komplette Team ausgetauscht. Das heißt, heute eher die Top 11 und dann könnten wir gegen Hoffenheim durchaus Probleme bekommen. Deswegen gucken wir mal, dass wir heute nochmal eine gute Mischung reinbekommen zwischen Top 11 und den Rotationsspielern. Also im Tor Alexander Nübel, das steht fest. Caligiuri, Stambouli, Nastasic, das passt. Links hinten und Schipka ist platt. Da bringen wir nochmal Hamza Mendil, der aber womöglich gar keine Zukunft bei uns haben wird. Rudi und Bentaleb. Oder setzen wir dort heute mal auf McKennie und Bentaleb. Schöpf über rechts, das passt. U zentral, da würde ich heute mal Teuchert eine Chance am Anfang angeben, weil der mir im Pokal, in der Champions League gegen Moskau auf der Position richtig, richtig gut gefallen hat. Und vorne heute wieder Guido Burgstaller. Dann können wir auch schon in die Partie hineingehen. Und da sind wir also in Augsburg. Das nächste Bundesliga-Duell steht für uns auf dem Plan. Wir wollen den Sieg. Und das ist das klare Ziel für heute Abend. Augsburg hat Anschluss. Das Spiel läuft. Jajelku, gute Flanke, Kajubi! Und da ist das Tor für den FCA. Mann, 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 es hat sich angedeutet, es geht auch in Ordnung. Aber natürlich trotzdem bitter. Jetzt wird es eine ordentliche Aufgabe in Durchgang Nummer 2 für uns hier zurückzukommen. Bentaleb bleibt direkt mal hängen. Gregoritsch. Wieder Gregoritsch, Kajubi. Kajubi. Immer noch Kajubi. Und da ist der Halbzeitpfiff. Also 1:0 führt der FCA. Keine gute Partie von uns. Wir hatten eine gute Chance nach dem Freistoß. Ansonsten sehr, sehr wenig. Wir wechseln aus. Wir bringen Bruma für Stambouli. Dass wir den schon mal ein bisschen schonen können für das DFB-Pokalduell. Der Rest passt erstmal. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Wir spielen nun offensiv. Hoffentlich weiter geht's hier. Und wie gesagt, das klare Ziel ist ja hier heute 3 Punkte zu holen. Mit so einer Leistung wie Durchgang Nummer 1 und mit so starken Augsburger natürlich auch, wird schwierig. McKennie. Teuchert. Schöpf und Burgstaller. Klasse gespielt, aber der kommt da gar nicht richtig zum Abschluss. Und Kajubi, McKennie holt sich die Kugel. Bruma. Und Bentale, Burgstaller. Also wir kommen jetzt so langsam besser rein. Schöpf, wenn er gegen ihn gut spielt, dann gibt es eine gute Chance. Bentaleb legt den rüber. Burgstaller diesmal. Nein, Latte! Cedric Teuchert. Schöpf, Teuchert. Caligiuri, nochmal Teuchert. Gut abgelegt. McKennie und Bentaleb! Uiuiui! Traumtor! Und da ist das verdient 1:1. Es geht in Ordnung. Denn wir spielen in eine gute zweite Hälfte. Hätten schon Tor machen müssen und Nabil Bentaleb haut da mal einen raus. Super Tor, eine Viertelstunde vor Schluss. Schauen wir uns natürlich gerne nochmal an. Da kommt der Ball von McKennie abgelegt und Bentaleb nimmt den Volley und haut den rein ins Glück. Und zum 1:1. Und nun ist natürlich noch ein bisschen Zeit, vielleicht das Ding noch komplett zu drehen. Viertelstunde haben wir noch. Und Córdoba marschiert da durch unsere Abwehr hindurch. Flanke ist sehr gut für Burgason. Eckball für Augsburg. Wir haben Glück. Eckball von Jajel Ku. McKennie ist da. Aber direkt nochmal Ku. Und Schöpf ist zur Stelle. Teuchert. Vielleicht jetzt nochmal die letzte Chance für uns. Er pfeift das ab. Uiuiui. Hätte eigentlich noch weiterlaufen lassen müssen. Aber egal, am Ende wäre nicht viel mehr verdient gewesen. Auch wenn wir eine wirklich gute zweite Hälfte gespielt haben, kann man mit dem Punkt leben.
Denn Augsburg hat das sehr, sehr stark gemacht. Vor allen Dingen in Halbzeit Nummer 1. Und somit geht es weiter nun im Pokal. Und da geht es um alles oder nichts gegen die TSG Hoffenheim. Ich hoffe, es ist ein Heimspiel. Es ist ein Heimspiel. Wunderbar. Und zuletzt in meinen Karrieren war es immer so, Pokal haben wir unterschätzt. Wir haben oftmals sehr, sehr stark rotiert und sind dadurch frühzeitig rausgeflogen. Dieses Jahr und in dieser Saison ist das klare Ziel, wir wollen nach Berlin. Und deswegen heute nahezu die Top 11 oder so weit es oder so gut es geht, besser gesagt. Denn gegen Augsburg standen ja auch schon ein paar Leute in der Startformation, die eigentlich zu unserer Top 11 sozusagen gehören. Wir spielen in Blau, Hoffenheim in Rot und wir gucken mal rein. Also im Tor wieder Ralf Fährmann. Er ist der Pokaltorwart, hat auch gegen Moskau extremst gut gespielt. Caligiuri startet ebenso wie Stamboli, Nastasic und Otschipka. Dann kommt Serda rein für Bentaleb. Schöpf über rechts, Uth auf der 10er Position, links Matondo vorne im Bolo. Das passt auf jeden Fall so wunderbar. Dann nehmen wir noch Kutucu mit. Wir nehmen noch Skripski mit. Und der Rest passt nun auch, dann können wir in die Partie hineingehen. Und wir sind also auf Schalke. Pokal-Achtelfinale. Der DFB-Pokal ist ein Wettbewerb, wo man sehr, sehr viel durch sehr, sehr wenig erreichen kann sozusagen. Denn es sind eigentlich ja nur 7 Spiele, die man erfolgreich gestalten muss. Dann gewinnt man den Pokal und dann spielt man europäisch. Es ist ein zentrales Ziel in diesem Jahr, denn Schalke 04 kann keine Ambition haben, die Meisterschaft zu gewinnen und auch nicht die Champions League zu gewinnen. Deswegen, der DFB-Pokal ist ein Pott, den auch Schalke holen kann. Und das ist unser Ziel in diesem Jahr. Wir wollen nach Berlin, wir wollen am liebsten das Ding holen. Und heute Achtelfinale zum ersten Mal eine wirklich starke Aufgabe mit der TSG Hoffenheim. Und das ist nicht einfach. Es ist nicht selbstverständlich, dass man heute weiterkommen wird. Deswegen auch heute bei uns nahezu unsere Top 11 auf dem Platz. Ich würde sagen, wir können jetzt auch auf den Platz gehen und wir können die Spiele beginnen lassen. Wir haben Anstoß, das Spiel läuft. Mit Marc Uth und Alessandro Schöpf direkt mal vielleicht nach vorne. Gegen Augsburg haben wir ja gesehen, wenn uns der Gegner einschnürt hinten, kriegen wir schnell Probleme. Embolo, Suazerda mit dem ersten Abschluss und Uth kommt nicht ran, aber es gibt Elfmeter. 4. Minute, es gibt den Pfiff. Florian Grillisch mit dem Foul, das war da noch an Suazerda, glaube ich. Ne, ja doch, hier sehen wir es nochmal, ja, nehmen wir. Daniel Caligiuri und Baumann packt sich den. Kein Einfluss hat auf den Spielstand und der Embolo holt sich die Kugel. Kann aber nicht so richtig zeigen, dass er eigentlich Tempo hat. Schade, Matondo, wir bleiben aber dran, Matondo, Rudi. Und Schöpf verläuft sich da fast und nimmt Caligiuri mit. Und da ist Matondo! Stamboli und Uth. Embolo. Marc Uth und Matondo geht. Sehr gutes Zuspiel. Matondo, Rabi, Matondo! Und wieder Oliver Baumann. Und das gibt nochmal einen Eckball. Wenige Sekunden vor der Pause. Vielleicht schon die letzte Szene in der Halbzeit. Eckball kommt und der ist nicht schlecht. Nastasic abgeblockt. Also nochmal eine Chance für uns. Pause ist hier nun. 0:0. Und die Verlängerung wollen wir natürlich vermeiden. Aber wir sind hier sehr, sehr gut drin. Deswegen lassen wir alles beim Alten. Wir müssen nur mal die Chancen nutzen. Zweite Hälfte beginnt. Hoffenheim hat Anstoß. Weiter geht's hier somit. Und hoffentlich machen wir genauso weiter. Selber das Spiel bestimmen. Nach vorne spielen. Hoffenheim gar nicht so wirklich kommen lassen. Mann, Mann, Mann. Kramaric. Direkt mal eine dicke Chance für Hoffenheim. Eckball Amiri. Und Rabi Matondo. Jetzt vielleicht ein Doppelpass mit Uth. Rabi Matondo. Und der zieht jetzt an. Matondo. Da kommt keiner hinterher. Rabi Matondo, jetzt ein gutes Zuspiel, das ist nicht gut. Aber wir bleiben dran, Serda, Embolo. Nochmal Serda abgelegt für Sebastian, Rudi! Brill Embolo zudem auch nicht so richtig drin gewesen in der Partie. Stamboli, Nastasic. Serda, Rudi, Uth, Marc Uth. Marc Uth. Oh, legt ihn rüber. Kutucu.
Da hat er jetzt auch sehr, sehr viel, sehr, sehr wenig gemacht. Da muss das Tor fallen. Uth legt ihn nochmal rüber und Kutucu. Den muss er eigentlich nur noch über die Linie drücken. Marc Uth und Kutucu. Kutucu zieht da einfach mal ins Zentrum. Und Vogt, die Fans reklamieren Elfmeter, aber ich glaube, das geht schon in Ordnung so. Nastasic, komm. Jawohl, der war wichtig. Also es wird jetzt hitziger und wir sehen auch, es gibt Räume im Mittelfeld. Serdar, oh, super gesehen. Matondo, Matondo! Das gibt's nicht. Biederbaumann, Einwurf. Boah, Mann, Mann, Mann. Was für ein spannendes Spiel. Kaderabek. Oh, Joel Hinton, Kaderabek. Savolik und nicht hin und Fährmann. Überragend. Das wäre das Ende gewesen. Im Pokal. Und Fährmann rettet uns die Verlängerung. Auch das ist nicht das Wunschresultat für uns. Wir hätten hier Tor machen müssen. Zwingend machen müssen. Haben wir nicht getan. Aber Fährmann hält uns hier auch noch im Spiel. Wir bringen uns Krebski für Matondo. Nochmal ein frischer Mann für die Außen. Wir müssen auf jeden Fall das Elfmeterschießen vermeiden. Wir haben Anstoß. Verlängerung beginnt. Marc Uth. Sebastian Rudi. Und Marc Uth, der kann auch einfach mal schießen. Baumann. Wer auch sonst. Ekbal, Caligiuri. Nach vors Tor. Baumann kommt nicht raus. Baumann liegt am Boden. Mann. Das kann nicht wahr sein. Joel Linton. Schick Nico Schulz. Er hat noch sehr, sehr viel Power im Tank. Aber Stambouli. Wie gesagt, verteidigt das heute Weltklasse. Das kann man nicht anders sagen. Und Nuno Cipka. Und der schickt Skripsi. Und der ist frisch. Steven Skripsi. Und jetzt eine gute Flanke. Und jetzt eine gute Flanke. Der hat eine Riesenchance gegeben. Aber die Flanke war nicht mal Zweitliga-Niveau. Nochmal Skripski. Komm, Junge. Guter Pass. Uth. Skripski und Otschipka. Suazer, auch der hat einen guten Schuss. Nimmt hier nochmal Caligiuri mit. Gute Flanke. Aber Posch. Nastasic. Caligiuri, komm. Hol ihn dir noch. Hol ihn dir noch. Ah, Mann. Gelbe Karte. Mann, Mann, Mann. Was für ein Spiel. Freistoß Hoffenheim, Nico Schulz und Serdar, komm, hol ihn dir. Achtung, Bittencourt, Kramaric, Bittencourt, in der Liga hat er schon gegen uns getroffen und Stambouli ist wieder zur Stelle. Eckball, Nachspielzeit ist gleich rum, womöglich die letzte Szene, deswegen ruhig auch alle mit hinten rein, Schöpf, unnötig. Komm, pfeif ab hier. Belfodil Fährmann. Was der hier heute hält, Ralf Fährmann. Ebenso wie Oliver Baumann. Überragend. Aber wir wechseln nochmal aus. Wir können ja noch zweimal wechseln. Wir bringen McKenny und wir bringen Burgi. Und am besten, ja, tauschen wir Kutucu mit Guido Burgstaller. Das macht durchaus Sinn. Zweite Hälfte der Verlängerung beginnt. Hoffenheim hat Anstoß. Kommt, Jungs, wir holen uns hier den Sieg noch. Vorm Elfmeterschießen. Aber wie gesagt, das ist einfach so ein schmaler Grat. Man kann jetzt auch nicht zu viel Risiko gehen. Denn wenn man den Gegentor kassiert, ist es wohl möglich vorbei. Oder zumindest wird es dann, ja, sehr, sehr schwierig. Zwei Mann hauen sich da rein. Wir haben die Kugel. Kutucu und Schöpf, Burgstaller. McKenny. Oh, das ist super gespielt. Skripski, komm, Junge, zieh an. Steven Skripski. Wo ist Kutucu? Da ist Kutucu. Oh, der verpasst. Auch ein bisschen in den Rücken gespielt. Und dadurch wurde es sehr, sehr schwer. Und Burgstaller. Oh Mann, das ist doch fair. Das kannst du doch nicht abpfeifen. Mann. Ballbesitz Hoffenheim. Kevin Vogt. Und Schöpf holt die Kugel. Kutucu. Komm, Steven. Lauf. Und er läuft auch. Oh, ist das ein Zuspiel? Skripski. Und noch einmal. Oh nein, das gibt es nicht. Kevin Vogt rettet Hoffenheim.
Super gespielt. Oh, Skripski lässt eine 150%ige liegen und den holt sich Nastasic. Oh, Mann, Mann, Mann. Solche Fehlpässe tun richtig weh. Bittenkurt. Geiger, Flanke ist gut, aber Kaufbar keine Gefahr. Fährmann soll jetzt nochmal nach vorne. Kommt! Ralf Fährmann. Skripski. Und McKennie, jetzt haben wir nochmal Raum. Jetzt haben wir nochmal Raum. Schöpf. Nein. Oh, so ein Zuspiel. Und es gibt Elfmeterschießen. Das gibt es nicht. Mann, Mann, Mann. Wir haben Chancen ohne Ende. Aber wir machen das zornig. So, jetzt gucken wir erstmal. Wir brauchen auf jeden Fall auch frische Leute. Denn das macht auch nochmal sehr, sehr viel aus. Deswegen machen wir es jetzt einfach so. Und wir gehen rein ins Elfmeterschießen. Ich bin kein Elfmeterkünstler, wie wir auch schon in diesem Spiel gesehen haben. Wieder Caligiuri, wieder das linke Eck. Wieder gegen Baumann und diesmal ist er drin. Jawohl. Wir gehen in Führung. Kramaric, Ralf Fährmann ist ein Tier. Wenn es um Elfmeter geht, aber da guckt die Kramaric aus. Und das ist der Ausgleich. Sebastian Rudi, ehemaliger Hoffenheimer. Sebastian Rudi, sehr souverän. 2-1. Amiri gegen Fährmann. Nadir Amiri und Fährmann hält. Und jetzt wäre es wichtig, in Führung zu gehen, um den Druck zu erhöhen. McKennie und Baumann hält. Das kann nicht wahr sein. Ishak Belfodil, so wie der anläuft, wird er lupfen. Nein, und Fährmann, jawoll. Wir packen uns den. Skripski, der kommt relativ hoch. Skripski in den Winkel. Wenn wir den halten, stehen wir in der nächsten Runde. Leonardo Bettencourt in der Liga gegen uns getroffen. Und Tio Teute trifft auch. Und nun Guido Burgstaller. Er hat die Entscheidung auf dem Fuß. Komm, wir probieren es mit dem Lupfer. Wir probieren es mit einem Lupfer. Wir scheitern. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Nico Schulz, der deutsche Nationalspieler und Fährmann. Boah, was ein Tier. Ralf Fährmann. Und da darf er sich zu Recht feuern lassen. Er ist ja nur unser Pokalkeeper. Aber was der heute geleistet hat, ist überragend. Und im Elfmeterschießen fischt er drei Dinger raus. Und dreimal waren das Schüsse, die eigentlich gut waren. Hier sehen wir es aber. Boah, klasse. Überragend. Und dank Ralf Fährmann stehen wir in der Runde der letzten Acht. Nur dank ihm. Überragende Partie von unserem Keeper, von unserem Captain. Und erleichternd, dass wir weiter sind. Und unser Pokaltraum erlebt im nächsten, in der nächsten Folge, besser gesagt, geht's auch weiter in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Dann ist Winterpause, also Transfervorschläge, ballert unten die Kommentare voll. Wir suchen am besten deutschsprachige Spieler, die auch durchaus aus Liga 2 kommen können. Für jede Position schreibt gerne die Kommentare voll und wir sehen uns im nächsten Video wieder. About